So, hallo, wir machen weiter bei Evoland 2. Das letzte Mal sind wir hier gelandet. Das ist immer noch der Dungeon im... Kann ich das gerade nicht? Ich kann hier nicht aus der Rüstung raus. Ich wüsste auch gerade nicht, warum ich das will, ehrlich gesagt. Aber ich weiß, warum ich hier aus der Rüstung will. Ja, das letzte Mal sind wir in diesem Dungeon weitergelaufen, der im Spukwald sich befindet. Und suchen immer den Boss von dem Schwarzmarkthandel-Gedönse. Wir wissen nur noch nicht genau, warum wir den jetzt gerade suchen. Aber das wird sich bestimmt noch herausstellen. Jetzt ist da so ein Ding. Jetzt können wir erstmal wieder zurück. Ach, und die bleiben jetzt oben. Ja, schön. Und das Ding löst jetzt dieses Gitter hier aus. Da fehlen mir aber einige Dinge bisher. Wir sind jetzt jedenfalls wieder am Anfang. Hier haben wir angefangen in dem Abschnitt. Hier komme ich immer noch nicht ran. Wie komme ich da überhaupt hin jetzt? Jetzt sehe ich erst, dass da gar kein Weg hinführt. Also erst, wenn ich über Stacheln komme. Und das komme ich ja aktuell nicht. Na gut, vielleicht gibt es einen Schalter, mit dem die Stacheln verschwinden nach einer Weile oder so. Das auch. Was? Hier sind richtig viele... Fuck, hier ist Ende. Kann ich? Nein. Ach. Wow. Ein bisschen blind bin ich ja schon. Moment, stopp. Das Ding dreht sich hier rum. Gehen wir erstmal darüber. Okay, das sind bloß Kisten. Kisten. Das sind Kisten. Das haut ja alles so aber jetzt nicht hin. Okay, wo will ich hin? Ich wette, ihr habt es längst wieder gesehen und ich bin einfach nur blind. Mit dem kann ich da aber nicht rüber, ne? Nee. Moment! Die wollen jetzt aber nicht. Also das Ding geht immer noch nicht hoch. Hier was zum Drücken? Nein. Da gibt es hier ja einen... Fuck. Hier irgendeinen Abschnitt mit Stacheln, wo ich noch nicht durch konnte. Hier zum Beispiel. Ah, nicht wieder diesen Effekt, bitte. Nein, scheiße, hier ist Ende. Fuck. Da habe ich nicht dran gedacht. Gibt es nicht diesen Abschnitt. Wo muss ich hin? Was habe ich übersehen? Wo war ich noch nicht? Das da drüber habe ich gedrückt. Da kann ich nicht mehr machen.
mit Sicherheit irgendwas, wo ich einfach nur wieder blind war. Ach, warte. Oh, ich weiß nicht warum, aber wir können darüber. Ich weiß nur noch nicht, wofür das gut ist. Ich weiß nur noch nicht, wofür das gut ist. Warum sollte ich hier aussteigen können wollen? Was will ich hier? Warum soll ich hier hinwollen? Ha. Komisch. Und hier ist Ende mit dem Ding. Weiter kann ich es nicht bewegen. Ja, gibt's das denn? Also muss hier vorne, muss es hier vorne weitergehen. Das hatten wir schon. Was habe ich jetzt dadurch ausgelöst? Dass ich das gedrückt habe, ist doch hier diese Plattform aufgetaucht. Genau. Und hier konnte ich vorhin... Wenn ich hier stehe, dreht sich dann das andere Ding. Das wäre natürlich... Je nachdem, auf welcher Plattform ich stehe, drehen diese... Oh. Ups. Ja, was denn? Wo denn? Wie denn? What? Was löst du aus? Hier nichts. Moment, und wenn ich jetzt hier stehe, geht dann die andere hier rum? What? Unabhängig davon, wo ich stehe, dreht sich das... Oh mein Gott. Ah, warte, dann will ich beide drücken, ja? Ist es das? Ist es das, was ich will? Also dann so rum. Ach was. Ach, verdammt, das ist schon das andere Juwel. Das heißt dann aber für mich, hier gibt es noch ganz viele Kisten, die wir aktuell nicht machen können. Ich habe nämlich keinen Schimmer wie. Ich habe keinen Schimmer, wie ich da hinten hochkomme. Ich habe keinen Schimmer, wie ich hier über die Stacheln komme. Tja. Ich speichere kurz hier oben. Dass wir die Juwelen haben. Und guck nochmal ganz kurz hier entlang. Aber hier war kein Aufstieg und nichts. Nee. Da kommt man auch nirgendwo hin. Das ist ja schon merkwürdig. Ja, jetzt sind die Gegner wieder da, das interessiert mich gerade nicht. Ich meine, klar, hier sind wir ziemlich schnell durchgelaufen.
Hier ist halt so eine Kiste. Aber auch da weiß ich beim besten Willen nicht. Ja. Fick dich doch. Auch da weiß ich nicht, wie man hier irgendwie hochkommen könnte. Ja, das war's halt auch schon. Dann ist nur noch der Abschnitt hier hinten und da ist dieses Ding, was hochfährt irgendwann mal, vermutlich. Hm. Dann müssen wir uns das jetzt wohl mal merken. Verdammt. Gut, wir haben zwei Steine zum Einsetzen. Wir haben das Juwel aufgebraucht. Ist schon recht. Bam. Epic. Oh oh, Bosskampf. Oh oh. Ja, das ist er. Das ist er. Das ist doch unser Freund. Also, naja, Freund, ne? Ist relativ. Ja, Tai hieß er, genau. Oh, das, also. Wer hat meine... Wie habe ich denn den gesprochen? Ich habe keine Ahnung mehr. Aber meine Stimmen sind sowieso nicht sehr individuell, von daher. Von daher, bei mir variieren die Charaktere einfach innerhalb des Spiels auch nochmal. Wer hat meine schönen Töpfe zerschlagen? Ich mochte diese Töpfe. Oh, ich erkenne euch. Ihr habt meine Geisterfreunde aus dem Wald vertrieben. Und jetzt, wo ich neue Freunde habe, wollt ihr mir die auch wieder fortnehmen? Ich glaube, er missversteht das ein wenig. Ich glaube euch nicht. Wie ich sehe, bleibt mir keine Wahl. Ich muss euch loswerden. Er ist mit den Töpfen. Nur mal Interesse halber. Kommt ihr erst, wenn man die Töpfe zerschlägt? Yes. Nur mal Interesse halber. Dum, 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 dum. Leute. Geh runter. Das Menü ist etwas unschön zum Bewegen, aber egal. Zum Bewegen, zum Navigieren. Ah, verdammt, okay. Ich muss sie zerschlagen. Ich dachte, ich kann ihn besänftigen, aber gut, dann müssen wir kämpfen. Nein, wir hatten nie vor, deine Freunde zu nehmen. Na schön. Das sind die Sprengfallen übrigens anscheinend. Kann ich ihn so? Aua. Ach, muss ich die ins Wasser befördern? Oh, ich muss sie auf jeden Fall zu ihm zurück befördern. Ich muss warten, bis er auf den Rand kommt. Oh, das dauert ja ewig. Kann ich ihn auch so angreifen? Das geht ein ganz klein wenig schneller. Okay. Also nicht so. Man kann ihn ganz normal angreifen. Okay, na dann ist es ja easy. Dann können wir die Dinge auch gleich wegbefördern.
Oh! Ich muss ihn mit den Dingern schwächen. Ups. Dann war das nicht so klug. Jetzt sollte ich ein paar liegen lassen erstmal. What? Nein, warum? Sei doch vernünftig, Chatai. So. Ja, ja. Das wäre alles nicht nötig, wenn du nicht so viel missverstehen würdest. Yes, es sind das viele. Aua. Oh, es hat nicht gereicht. Was? Yes, es. Nein. Die Energie reicht nicht. Sollen wir einen Trank nehmen? Ich glaube nicht, dass wir das noch schaffen ohne Trank. Scheiße. Ich glaube, wir nehmen einen Trank. Ups. Ich glaube, wir nehmen keinen Trank. Ahem. Hoppala. Hoppala. Nicht wieder reden. Danke. Würde mich halt interessieren, kann ich ihn auch anders anschwächen. Nein. Okay, aber das geht halt. Das habe ich halt vorhin falsch gemacht. Das war natürlich doof. Aber gut, wir wissen jetzt, wir sollten unsere Energie gut sparsam, aber nutzen. Sonst wird das nachher noch richtig wehtun. Ja, ja. Hauen wir mal ein paar Dinger weg. Die genug rum. Das hat nicht gereicht. Au! Das hat gereicht. Oh, es hat gereicht. Na toll. Ein Schlag erwischt. Käse, aua. Wir sind mir auf die Schatten gucken. Ach, jetzt. Jetzt hat es wieder nicht. Also, es hätte gereicht, aber in dem Moment war er schon wieder in seiner dritten. Seinem Wechsel zur dritten Phase. Oh mein Gott. Und das hat... Down, wollte ich sagen. Okay, ein Schlag noch. Den kann man dann aber auch mit den Bomben machen, das nächste Mal. Aua. Yep. So, können wir jetzt mit dir vernünftig reden? Oder nicht so? Oh, ihr seid einfach zu stark. Tut mir leid, Freunde, ich konnte euch schon wieder nicht beschützen. Aber wir wollen doch nicht eure Freunde angreifen. Sie sagt die Wahrheit. Wir brauchen nur eure Hilfe. Ihr seht stark genug aus, um den Felsbrocken von der Mayenne-Brücke zu entfernen. Den Felsbrocken? Warum habt ihr das nicht gleich gesagt?
Ihr habt uns aber zuerst angegriffen. Meine Güte, da habt ihr wohl recht. Verzeiht mir bitte. Ich dachte nur. Nicht doch. Ich habe zu danken. Nach unseren Begegnungen habe ich meine Meinung geändert. Weil ich so lange allein gelebt habe, habe ich beschlossen, ein paar echte Freunde zu finden. Am Ende sind Menschen gar nicht so übel. Diese Geschichte mit den Geistern ist ewig her. Wie auch immer. Vor euer Alter seht ihr echt gut aus, Gnäfrau. Falls ihr ein paar Tipps habt, wie ihr eure zarte Haut bewahrt, ich wäre vielleicht interessiert. Ich bin zwar kein Mensch, aber ich bekomme langsam Falten und... Hey, ich bin doch jung! Können wir uns um das dringendere Problem kümmern? Ich will mein Volk finden. Also müssen wir diese Brücke überqueren. Leider fehlt mir die nötige Kraft dazu. Aber seid ihr nicht ein Dämon? Ja. Vielleicht könnte ich euch ja helfen. Seht es als Entschuldigung dafür, dass ich euch angegriffen habe. Wir Hüter sind in der Lage, uns Mana zunutze zu machen. Mana? Das hat mein Papa mal erwähnt. Es ist eine natürliche Energie. Es wohnt allen Lebewesen inne, aber in großen Mengen kann es gefährlich werden. Ja, so ist es. Das heißt, man kann mit Mana die Stärke eines Dämonen erhöhen. Wie wäre es, wenn ich euch meines gebe? Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Mana gefunden. Natürliche Lebensenergie garantiert 100% nachhaltig, umweltfreundlich und glutenfrei. Ist erledigt. Ich hoffe, es hilft. Geht jetzt, ich muss mich auf einen Zauber vorbereiten. Der Kampf hat mich ausgelaugt, es ist schon lange her, seit ich so viel geschwommen bin. Vielleicht sollte ich mir mehr Bewegung verschaffen und ein bisschen abnehmen. Jatai ist also auch ein Hüter. So wie der, dem wir in meiner Zeit im Wald begegnet sind. Ich frage mich, ob sie irgendetwas mit den Magi zu tun haben. Habt ihr das gehört, Super Mario? Wir müssen jene Person finden, die uns helfen kann, das Mana zu verwenden. Okay. Darf ich bitte nochmal speichern? Das wäre jetzt gerade voll nützlich. Danke. Das würde mich allerdings auch interessieren. Ah, die ist jetzt nicht immer hier. Oh, das ist auch alles wieder zu. Aber wir wollen ja auch gar nicht mehr mit dem Dings hinlaufen, glaube ich. Ich weiß halt absolut nicht, wie wir da hinten rankommen. Aber gut. Haben wir jetzt... Sie ist jetzt auf Stufe 1. Aber er ist jetzt wohl auf Stufe 2, oder wie sehe ich das? Mal gucken. Er ist auch auf Stufe 1. Wie kriege ich ihn denn jetzt auf Stufe... Oder hat er jetzt einfach mehr Kraft? Kann natürlich auch sein. Keine Ahnung. Weil ich kann das Mana halt nicht... nicht irgendwie einsetzen. Hm. Hatten wir irgendjemanden, der was mit Mana anstellen kann? Keine Ahnung. Wir gehen mal raus, wird schon passen. Vielleicht passiert das dann auch automatisch, wenn wir zum Felsbrocken kommen. Dann würde ich aber auch sagen, an der Stelle beenden wir den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nächstes Mal schauen wir uns die Brücke an. Und dann sage ich Tschüss!